Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Welch eine Ehre. Das ist doch sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank und auch herzlich willkommen an die Menschen, die immer noch am Start sind digital. Es freut mich natürlich, dass noch ein paar wenige Menschen zuschauen oder viele, wie man vielleicht sagen könnte. Ich meine, es ist ja, ich will mit der Wahrheit auch sofort rausrücken, liebe Leute. Nachhaltige Bildung ist für mich sowieso das wichtigste Thema überhaupt. Ja, das würden vielleicht viele Satirikerinnen und Satiriker sagen. Nachhaltige Bildung, Leute, das löst ein Feuerwerk der Assoziationen aus. Ja, das ist für mich die größte Humorquelle, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, ich würde fast so weit gehen, was für Mario Barth der Unterschied zwischen Frau und Mann ist als Humorquelle, ist für mich nachhaltige Bildung. Ja, also man kann es wirklich so sagen, ich meine, Zugänge und Methoden für fachbezogenes Lernen in globalen Zusammenhängen. Leute, das klingt doch schon nach Fun, 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 oder? Ich meine, ich rieche das Netflix-Special schon. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Berliner Philharmonie, 60 Minuten über ein bisschen Bildung reden, dann noch 30 Minuten Live-Karaoke mit Luisa Neubauer. Hammer Show. Gebt mir den Fernsehpreis. Ich glaube, ich habe ihn verdient. Nee, es ist wirklich sehr, sehr schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon sehr und ich bin gespannt, also wenn ich jetzt schon bei Engagement Global bin, bei dieser Fachtagung, dann bin ich gespannt, welche Einladungen sonst noch folgen. Ich bin schon gespannt auf die Jahreshauptversammlung vom Bundesverband Technik des Einzelhandels. Gar kein Problem, das bekomme ich auch hin, ein bisschen mit den Homies abhängen, ein paar Knaller-Jokes über Kassensysteme machen, ganz normaler Dienstagabend. Sehr, sehr schön. Ich möchte ein bisschen über nachhaltige Bildung sprechen. Dazu bin ich ja eingeladen worden. Das möchte ich natürlich auch tun. Aber natürlich ist es erstmal so, grundsätzlich haben wir natürlich, wenn wir über nachhaltige Bildung nachdenken, erstmal ein kleines Problem, weil wir müssen Menschen, vor allem jungen Menschen, ja erstmal wieder beibringen, dass es sich lohnt, über die Zukunft auch überhaupt als Kollektiv nachzudenken. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Ich meine, die Hyperkultur, in der wir leben, will uns natürlich normalerweise beibringen, dass jeder auf sich zu achten hat. Es ist unser Glück, das zählt. Wir müssen uns selbst verwirklichen. Wir müssen uns selbst optimieren. Jeder ist seines Glückes Schmied, wie man bei der FDP zu sagen pflegt. Und ich meine, ich muss es natürlich niemandem erklären, der zuschaut, die pakistanischen Kinder, die unsere Wohlstandskleidung nähen, sind einfach sehr schlechte Schmiede. Ich glaube, das ist uns allen klar. Ja, also wir kennen all diese Erzählungen, die uns einreden wollen. Gesellschaft funktioniert durch den Einzelnen. Der Einzelne ist selbst verantwortlich. Was? Wir brauchen gar keinen Staat. Wir brauchen gar keine Nachbesserung. Wir können das doch alle selber. Wir kennen doch alle Achtsamkeitsübungen etc. Und das ist sehr, sehr interessant. So ähnlich funktioniert es tatsächlich ja auch ein bisschen mit Karma. Wir kennen alle Karma als Konzept, ja. Wir machen etwas Gutes, zahlen Karma-Punkte ein auf unser Karma-Konto. Machen wir etwas Schlechtes, dann sinkt dieser Punktestand auf unserem Karma-Konto. Und ich finde, mir steht schon auch zu wissen, wie viel jetzt eine gute Tat konkret wert ist, ja. Ich muss es ja wissen. Also wie oft muss ich der Oma jetzt über die Straße helfen, um einmal folgenlos meine Freundin betrügen zu dürfen? Es kann ja nicht das Ziel sein, ein zu guter Mensch zu werden, liebe Leute. Ja, Menschlichkeit und Barmherzigkeit muss ja irgendwie auch nach der Logik der Effizienz und des Effekts funktionieren. Nicht, dass man zu viel macht. Das ist einfach der Gedanke. Und ich meine, ein großes Thema, was uns alle beschäftigt, ist, denke ich mal, das Glück. Ja, das ist ein ganz wunderbares Wort. Ich meine, es gibt eine riesengroße Industrie hinter diesem Wort. Klar hat die Wirtschaft ein Interesse daran, dass wir alle auf uns schauen, dass wir nach unseren Bedürfnissen gehen, dass wir uns selbst verwirklichen wollen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und man kann natürlich auch die Frage stellen, was ist Glück eigentlich? Was ist das? Gibt es sowas wie individuelles Glück? Gibt es vielleicht sowas wie kollektives Glück? Das sind ja mit Sicherheit auch Fragen, die Sie sich stellen. Und ich würde sagen, man kann in den ein oder anderen Ratgeber schauen, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Denn Glückscoaches oder Life-Coaches würden sagen, Glück ist dort, wo der Mensch sein wahres Ich entdeckt. Das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe, ehrlich gesagt. Was für eine bescheuerte Vorstellung. Als ob es sowas gibt, ein wahres, inneres, ehrliches, authentisches, ganz, ganz wahres Ich im Menschen. Ich glaube nicht daran. Und ich habe auch Beweise mitgebracht. Der Mensch ist tatsächlich kein Cornetto-Eis, liebe Leute. Beim Cornetto-Eis gibt es das. Beim Cornetto-Eis gibt es diesen wahren, wundervollen, gar gottesgleichen inneren Kern. Man muss sich zwar erst durch einen Wust von Industrievanille und trockener Waffel beißen, aber irgendwann kommt man zum letzten Stück dieser Cornetto-Waffel und diese ist mit Schokolade gefüllt, knackiger, wohlschmeckender Schokolade. Das ist der wahre, innere, authentische, echte Kern der Cornetto-Waffel.
Und jetzt haben wir ein Problem. Denn das gibt es im Menschen nicht. Das gibt es im Menschen nicht. Im Menschen gibt es keinen wahren inneren Kern, den man ja natürlich immer nur dann freilegen kann, wenn man 500 Euro für irgendein Glücksseminar auf den Tisch ballert. Nein, das gibt es nicht. Wenn der Mensch ein Eis wäre, dann mit Sicherheit bum bum. Die Älteren werden sich erinnern, eine eisgewordene Obszönität, Vanilleeis, Erdbeereis, eine rote Zuckerglasur, die so verdammt süß ist, dass sie es eigenständig geschafft haben könnte, dass Diabetes zur Volkskrankheit wurde und dann ein Stiel aus Kaugummi. Was für eine kranke Scheiße. Was soll denn das? Das Ding ist so hart, es könnte auch das Steißbein von Garfield sein. Leute. Ich meine, diese ganzen Geschichten der Selbstfindung, wenn wir ganz ehrlich sind, dann wirken sie auch einfach unrealistisch. Ja? Was hören wir denn immer für Geschichten? Sie wirken einfach unrealistisch. Also ich habe mein wahres Ich gefunden, als ich mir beim Besteigen des Mount Everest beide Füße amputieren musste, weil die von der Kälte abgestorben waren. Oder, also ich habe mein wahres Ich gefunden, als ich mit dem Jetski die Küste von Mauritius entlang gefahren bin. Warum gibt es nicht mal ehrliche Geschichten der Selbstfindung? Ja, gut, dass Sie fragen. Also ich habe mein wahres Ich beim Scheißen gefunden. Ja, es klingt eklig, aber als mir das kalte Wasser von unten an die Schenkel spritzte, da wusste ich einfach, in dir schlummert ein gottverdammter Klempner, Roland. So kann es doch auch gehen. Es ist mittlerweile ja auch ein unausgesprochenes Gesetz, dass nur diejenigen Menschen reich werden, Einkommen erlangen, die glücklich sind. Das ist die klassische Verzahnung zwischen Kapital und Glück und so einem Gemütszustand, den wir natürlich auch in Startups haben. Und wie man beides gleichzeitig wird, reich und glücklich, das bringt uns der Podcast Happy, Holy and Confident bei. Host ist Laura Marlina Seiler, die menschgewordene IKEA-Werbung und Deutschlands wichtigste Glückspropagandistin. Und die sagt in einer Podcast-Folge zum Thema Glück und Reichtum einen wunderbaren Satz über Geld, will ich sagen. Sie sagt: Geld ist wie alles in diesem Universum Energie. Und wenn du Blockaden gegenüber Geld in dir hast, dann kann Geld nicht zu dir fließen. Na klar, Dieter, denkt man sich da. Schuld ist nicht dein Arbeitgeber, der dir einen Zeitvertrag nach dem nächsten reinhaut. Dieter, Schuld ist deine innere Blockade. Namaste, Dieter. Namaste. Du machst jetzt mal sofort den herabschauenden Hund, Dieter. Du jugierst dir jetzt mal ordentlich einen weg. Ich weiß es nicht, Leute. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ist das die Antwort auf die Zukunft, dass wir soziale Missstände einfach nur individualisieren? Gibt es keine kollektive Antwort mehr? Ich denke, die kann es geben. Und dementsprechend habe ich einen Text verfasst mit eigenen Ideen zu einer nachhaltigen Form der Bildung und einer nachhaltigen Form des Nachdenkens. Und diesen möchte ich jetzt ganz gerne zum Abschluss dieses Kurzauftritts darbieten. Ich erzähle unter anderem von meiner Mutter. Will man ein Kind oder einen Jugendlichen von Nachhaltigkeit überzeugen, so braucht es eine Sache ganz dringend. Der junge Mensch muss wissen, dass sein Handeln etwas bewegen, gar verändern kann, dass er eine Entscheidung treffen kann. Wie lässt sich das erreichen? Keine Ahnung, Mann. Was fragt ihr mich? Meine Mutter hatte in meiner Schulzeit einen Lieblingsspruch. Immer wenn ich sagte, dass ich keine Lust habe, Hausaufgaben zu erledigen, sagte sie: Ach, mein Sohn, das ist doch überhaupt kein Problem. Du kannst dich ja entscheiden. Entweder du machst die Hausaufgaben mit oder ohne Lust. Danke für nichts, Mama. Und dennoch, Nachhaltigkeit, sei es im Kontext der Umwelt oder der Bildung, kann nicht allein auf Freiwilligkeit beruhen. Was meine Mutter mir mit dem Satz lehrte, war mit Notwendigkeiten humorvoll umzugehen. Denn, und das vergessen gerade junge Menschen in diesen Zeiten offensichtlich recht häufig, der freie Mensch liebt das Notwendige, wie Albert Camus aus meiner Sicht sehr richtig einst sagte. Ich denke deswegen, dass die Sache mit der Nachhaltigkeit einfach gelöst wäre. Ja, wenn Ulf Poschardt auf Twitter wieder sagt, dass Freiheit für ihn nur dann wirklich Freiheit ist, wenn er mit 280 über die A3 ballern kann, während Clemens Tönnies neben ihm drei Schweine schlachtet, die in 8 Lagen Plastik eingeschweißt waren, einfach weil er keine Lust auf Verzicht hat, dann wünsche ich mir meine Mutter, die ihm sagt: Ulf, du kannst dich ja entscheiden. Entweder du verzichtest mit oder ohne Lust. Und das ist doch das Stichwort. Eine Bildung der Nachhaltigkeit muss die Lust am Verzicht erzeugen. Wenn die GegnerInnen der Klimapolitik einen großen Erfolg verzeichnen konnten, dann, dass sie das Wort Verzicht gänzlich negativ konnotieren konnten. Ich meine, wenn man einem Christian Lindner zuhört, dann gewinnt man wirklich den Eindruck, dass er wirklich glaubt, Greta Thunberg bricht höchstpersönlich bei Gerda und Joachim in Arschpimmelswalde ein, um ihnen die Fleischwurst vom Frühstückstisch zu klauen. Verzicht als das Drohszenario der Wohlstandsgesellschaft, für die das Wort Freiheit bedeutet, alles haben zu dürfen. Irgendwie plump.
Und mit diesem Verständnis muss erstmal aufgeräumt werden. Lieber Ulf, lieber Christian, die Wochenendreise nach Mallorca ist keine Freiheit, sondern das Gegenteil, Dekadenz. Die Römer hatten zu ihrer Zeit das gute alte Vomitorium, also eine Kotzkammer, damit sie Gang 11 und 12 des Menüs auch noch irgendwie runterkriegen. Heutzutage überfrisst sich der globale Norden am eigenen Wohlstand und das Klima hat chronisch Sodbrennen. Was wir lernen müssen, irgendjemand wischt diese Kotze weg. Aber wie soll uns das stören, wenn wir die Kotze nicht sehen? So eklig es klingt, so funktioniert Nachhaltigkeit. Wir müssen uns mit einem Problem befassen, das wir nicht sehen. Es ist wie einen vergammelten Burger essen und erst 2 Jahre später kotzen. Ursache und Wirkung liegen sehr weit auseinander. Die große Aufgabe der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist also, Storytelling anzubieten, welches die zeitliche Distanz zwischen klimatischer und sozialpolitischer Ursache und Wirkung überwinden kann. Das ist gerade im Schulkontext extrem schwierig. Nirgendwo regiert Gegenwärtigkeit so rigide wie im Bereich der Bildung. Ich meine, erinnere ich mich an mein jugendliches Ich, so kann ich aus vollstem Herzen sagen, die Zukunft mit ihren Konsequenzen hat mich einen Scheiß interessiert. Wie oft kam ich 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn nass geschwitzt vom Rundlaufspielen und habe Lena gefragt, kann ich Geschi abschreiben? Auch in der Kindeserziehung sind Konzepte der Zukunft schwierig. Man sagt ja nicht, Boris, wenn du jetzt brav bist, dann bekommst du im Juni 2024 ein richtig schönes Eis. Man sagt, Boris, du kannst jetzt mit oder ohne Lust brav sein. Sorry, ich krieg meine Mutter nicht aus dem Kopf. Hans Karl von Carlowitz, der Begründer der Nachhaltigkeit, hat es 1713 in seinem Buch Silvi Cultura Ökonomica eigentlich schon richtig gesagt. Zitat, sammle nur so viele Flugmeilen, wie das Bonuskonto der Umwelt vertragen kann. Freiheit ist doch eigentlich, dass Kinder und Jugendliche lernen, mit sich selbst auszuhandeln, was sein muss und was nicht. Muss der Inlandsflug sein? Muss das Steak sein? Muss der SUV sein? Es liegt Schönheit darin, sich gewiss zu werden, dass man nicht alles braucht. Und doch bekommen wir überall beigebracht, dass wir alles wollen müssen. Stichwort geplante Obsoleszenz. Wenn Tech-Konzerne absichtlich solche Materialien in ihre Produkte einbauen, die gewiss nach 2 Jahren verschleißen, dann zeigt uns das, dass die Aslaks vom Silicon Valley vom römischen Prinzip Vomitorium auch ganz konkret sehr viel gelernt haben. Und nicht nur Tech-Konzerne sorgen für geplanten Verschleiß, auch wir tun es, wir Menschen. Das Prinzip Ghosting, also einen Kontakt ohne jede Erklärung abzubrechen, ist für Jugendliche und junge Erwachsene mittlerweile vollkommen normal. Tauscht man eine Jeans um, so erklärt man ja auch nicht, warum man das tut. Das zeigt uns, selbst unser emotionales Handeln passt sich an die Logik des freien Marktes an. Statt nachhaltigem Konsum sucht man nach Fast-Food-Begegnungen, nach etwas, das einen kurzzeitig sättigt, aber eben nicht zu lange. Die immer weiter verbreitete Einsamkeit ist nichts anderes als die chronische Magenschleimhautentzündung des Menschen, der sich und andere zur kurzweiligen Gefühlsware macht. Man kann es nicht anders sagen. Das postmoderne Leben hat Reflux. Der erste Schritt einer Bildung der Nachhaltigkeit ist folglich also immer, den Menschen neben sich als einen zu erzählen, der Respekt und Zartheit verdient. Denn in ihm fallen Ursache und Wirkung zusammen. Sage ich etwas Verletzendes, so zeigt sich das sofort im Gesicht des geliebten Menschen. Den anderen zu sehen, in seinem Wesen, seiner Empfindsamkeit, ist nichts anderes, als einen ehrlichen Blick in die Welt zu wagen und zu sehen, das nehme ich anderen, wenn ich etwas für mich beanspruche. Wir glauben, dass der Mensch und die Umwelt unserem Fetisch der Selbstoptimierung zu dienen hat, und ich glaube, wir irren. Freiheit ist, sich für Nachhaltigkeit entscheiden zu können. Eine Bildung der Nachhaltigkeit muss 2 Dinge bewerkstelligen, erklären, warum es sich lohnt, sich für ein nachhaltiges Leben zu entscheiden, und viel wichtiger, erklären, warum es sich lohnt, dafür zu kämpfen, dass Menschen sich überhaupt für ein nachhaltiges Leben entscheiden können. Denn, und das ist im Prinzip die 3. Sache, wir müssen auch anfangen zu erklären, dass Nachhaltigkeit nicht bedeuten kann, dass der Einzelne die ganze Bürde der Entscheidung trägt. Wir dürfen die Klimakrise nicht privatisieren. Denn wenn erstmal der Mensch für alles selbst verantwortlich ist, wieso soll der Staat dann noch handeln? Denn Leute, ich weiß, ich mache mich unbeliebt, aber Fliegen ist toll. Und Käse auch. Unsere Welt überlebt es, wenn wir einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Es darf nur nicht der Fußabdruck eines Dinos sein. Wenn wir auf alles verzichten, während der Staat seine Hausaufgaben nicht macht, ist das wie, wenn ich meiner Freundin erkläre, dass ich mittlerweile sogar darauf verzichte, mit anderen Frauen auch nur zu chatten, während sie sich für ein Tinder-Date schminkt. Das könnte also die schwerste, aber auch schönste Aufgabe von nachhaltiger Bildung sein, Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit an die Hand zu geben, andere zur Verantwortung zu ziehen, als immer nur sich selbst. Und normalerweise würde ich jetzt sagen,
Vielen Dank fürs Zuhören. Im Sinne der Nachhaltigkeit sage ich aber danke fürs Erinnern. Denn das ist es, was Ursache und Wirkung, Vergangenheit und Zukunft verbindet. Erinnerung. Danke, dass ich da sein durfte.